Manche Bienenstiche geben Werwölfen das Gefühl, dass sie es leicht haben. Diese Horrorverwandlungen könnten euch in euren Albträumen heimsuchen. John Landis' American Werewolf ist eine mühelose Mischung aus breiter Komödie und blankem Terror. Das Ganze gipfelt in einer Verwandlungssequenz, die sowohl Ehrfurcht als auch Kummer hervorruft. David Kessler ist ein guter Junge. Der Verlust seines besten Freundes durch einen Lykanthropen in den Mooren von Yorkshire ist Strafe genug. Sich in ein mörderisches Monster zu verwandeln, ist unglaublich grausam. Als der schicksalhafte Vollmond anbricht, versucht Kessler, sich mit Dartspielen von dem bevorstehenden Schrecken abzulenken. Bad Moon Rising beginnt zu spielen, dann schlägt der Hunger zu. Davids Metamorphose dauert insgesamt etwas mehr als 2 Minuten, was sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Der Zuschauer spürt jede quälende Verlängerung von Haaren und Gliedmaßen. Aber es ist das knochenbrechende Hervortreten von Davids Kiefer, das den Schmerz des Werdens verdeutlicht. Die Tatsache, dass Landis diese Tortur zu Sam Cooks samtigem Blue Moon vertont, setzt dem Ganzen die Krone auf. Rick Bakers bahnbrechende Arbeit an den Effekten, von denen ein großer Teil rückwärts gedreht wurde, hat eine Generation gleichgesinnter Gorehounds hervorgebracht. Aber die meisten seiner Gefolgsleute kamen nie an sein Einfühlungsvermögen heran. Er hat jede Sekunde von Davids unverdienter Agonie durchdacht, was sich in der seelenzerfetzenden letzten Einstellung des Films auszahlt. In John Fawcetts und Karen Waltons Coming-of-Age-Horrorfilm Ginger Snaps kämpfen die beiden abhängigen Schwestern Bridget und Ginger Fitzgerald darum, sich in der sozialen Welt der Highschool in Bailey Downs zurechtzufinden. Außerdem verwandelt sich Ginger langsam in einen Werwolf. Anfangs fühlt sich Ginger durch ihre neuen Fähigkeiten mächtig und hat zum ersten Mal in ihrem Leben die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal. Doch je stärker das Monster in ihr wird, desto grotesker wird ihre Verwandlung. Als Halloween vor der Tür steht, hat sich Gingers Gesichtsstruktur so verändert, dass sie immer wolfsähnlicher wird und schon bald jeden Anschein von Menschlichkeit verliert und völlig ausrastet. Ginger Snaps hat sich für eine praktische Wolfsverwandlungssequenz entschieden, die mit pulsierenden Adern, knackenden Knochen, schmerzhaften Gesichtsveränderungen und verlängerten, knorrigen Gliedmaßen gespickt ist. Gingers Verwandlung sieht absolut qualvoll aus, aber die wahre Tragödie liegt darin, Bridget dabei zuzusehen, wie sie verzweifelt versucht, ihre Schwester unter dem zähnefletschenden Maul und dem weißen Fell zu finden. Ihre Verwandlung ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass sie zu einem Monster geworden ist, sondern auch, dass sie nicht mehr zu retten ist und ihre liebende Schwester sie töten muss, um weiteres Leid zu verhindern. I'm not dying in this room with you. David Cronenbergs Körperhorrormeister Die Fliege hat eine der groteskesten Verwandlungen von Filmmonstern aller Zeiten. Der Film folgt Jeff Goldblum in der Rolle des brillanten, aber seltsamen Wissenschaftlers Seth Brundle, der nach einem schiefgelaufenen Experiment eine schreckliche Mutation erfährt. Bei dem Versuch, eine Erfindung zu bedienen, die Teleportation zwischen Kapseln ermöglicht, wird Brundle in einen tragischen Unfall verwickelt, nachdem sich eine Stubenfliege in dem Gerät verfangen hat. Im Laufe des Films beginnt Brundles DNA auf abscheuliche Weise mit dem Insekt zu verschmelzen, was zu einer allmählichen Verwandlung führt, die seine blutige Evolution zeigt, zur Brundlefly. Der Wissenschaftler kämpft mit dem allmählichen Verlust seiner Menschlichkeit und den erschreckenden körperlichen Veränderungen, denen er sich unterziehen muss, während er hilflos zu einem von ihm selbst geschaffenen Monster wird. Der schrecklichste Moment von allen ist natürlich der am Ende, wenn sich Brundles Haut ablöst und eine unnatürliche Kreatur in ihm zum Vorschein kommt. Dieser Moment ist unvergesslich, schwer mit anzusehen und unbestreitbar ikonisch. Brundlefly mag ein wenig skurril sein, aber er erinnert daran, dass der Körperhorror eines der gruseligsten Subgenres des Horrors ist, das es gibt. Schließlich kann man vor einem Kerl mit einer Hockeymaske davonlaufen, aber nicht vor sich selbst. Als Erwachsener kann sich Anthony McCoy nicht mehr an seine Zeit als Kleinkind in Candymans Höhle erinnern, aber er fühlt sich von der Legende und dem Gelände von Cabrini Green angezogen. Bei einem Rundgang durch das leerstehende Wohnprojekt wird er von einer Biene in die Hand gestochen und beginnt seine Verwandlung, indem er den mörderischen Geist in einem Spiegel beschwört. Die Haut seiner Hand verrottet und schält sich mit einer blasenbildenden Infektion, die sich von dem Bienenstich seinen Arm hinauf und durch seinen ganzen Körper ausbreitet. Der Waschsalonbesitzer William Burke vollendet die Verwandlung, indem er Anthonys Hand absägt und einen rostigen Haken in den Stumpf stößt. Er ist der neue Candyman geworden. Obwohl Anthonys Metamorphose erschreckend ist, erschreckt die Allegorie des Films auf einer tieferen Ebene. Anthony ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und wird von einer dominanten Kultur, die ihn fürchtet, in ein Monster verwandelt. Als er mehr über die Geschichte seiner Gemeinschaft erfährt, wird er von der entmenschlichenden Erzählung verschlungen. Noch schrecklicher sind die Schattenpuppen, die tatsächliche Ereignisse der amerikanischen Geschichte nachstellen, in denen echte schwarze Männer in Boogeyman verwandelt werden, um in eine Erzählung zu passen, die zur Aufrechterhaltung der weißen Vorherrschaft aufgebaut wurde. Manche Verwandlungssequenzen sind erschreckend, weil sie so realistisch wirken. Andere, wie die von The Beast Within,
Es lebt in dir, werden durch ihre Surrealität zum absoluten Albtraum. Auf anatomischer oder medizinischer Ebene geschieht nichts Logisches, als der junge Michael McCleary sich seinem genetischen Schicksal ergibt. Er verwandelt sich in eine Version der Kreatur, die seine Mutter 17 Jahre zuvor vergewaltigt hat. Ob die Kreatur, die Michaels Vater war, eine mutierte Zikade war oder nicht, scheint der Film nicht zu wissen. Michaels endgültige Gestalt sieht allgemein monströs aus, ohne offensichtliche insektenartige Merkmale. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass seine Verwandlung in eine Bestie wirklich erschütternd ist. Kill me or you won't be able to stop him! Kill me! Kill me! Kill me! Clemens windet sich und spuckt während des Ereignisses heftig. Die hautdehnenden Blaseneffekte lassen seinen Kopf pulsieren, während zwischen den Schnitten gelegentlich eine Puppenkreatur eingefügt wird. Am beunruhigendsten ist, dass die Menschenmenge, die Michael umgibt, stumm dasteht und ihm zusieht und kaum reagiert, abgesehen von ihren allgemeinen Ausdrücken des Schocks und des Entsetzens. Dies ist ein Beispiel dafür, dass im Horror der 80er Jahre so viel Wert auf Make-up-Effekte gelegt wurde, dass Momente wie diese weitaus bizarrer und eindrucksvoller gestaltet werden konnten, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Manche Filmmonster verwandeln sich relativ schnell, während andere Filme wie John Watts Körperhorror Clown von 2014 es vorziehen, die Entwicklung eher schleifen zu lassen als zu explodieren. Die Hauptfigur von Clown, Kent, ist ein vernarrter Vater, der für den Geburtstag seines Sohnes ein altes Clownskostüm anzieht. Doch bald stellt er fest, dass er es nicht mehr ablegen kann. Die rote Nase und die falschen Haare verschmelzen mit seinem Körper. Aber das ist noch nicht das Ende der Veränderung. Je länger Kent in dem Anzug steckt, desto unberechenbarer wird sein Verhalten. Und es kommt ein Urhunger zum Vorschein, der seine Verwandlung mit der Zeit immer unsympathischer macht. Die einzige Möglichkeit zu leben besteht darin, ein Monster zu werden, sowohl im metaphorischen als auch im wörtlichen Sinne. Der Schauspieler Andy Powers meistert den düsteren, emotionalen Bogen mit Leichtigkeit, unterstützt durch die allmählichen Prothesen und Make-up-Arbeit, die den Verfall des Fleisches des Komikers zeigt, wenn die Lacher vergehen. Beurteilt ein Buch nie nach seinem Einband oder wie eine spannende Vignette in Trick or Treat beweist, beurteilt eine Prinzessin nie nach ihrem Kleid. Laurie ist die jüngste von vier jungen Frauen in freizügigen Märchenkostümen auf dem Weg zu einer Halloween-Party auf einer abgelegenen Weide. Als Rotkäppchen verkleidet ist sie nervös wegen ihres ersten Mals und fest entschlossen, den richtigen Begleiter zu finden. Was sie nicht weiß, der Mann, den sie auswählt, ist ein Serienmörder, der die Feiernden der Stadt stalkt. Bevor Laurie sein nächstes Opfer werden kann, stürzt der Möchtegern-Vampir neben dem wütenden Lagerfeuer der Party zu Boden und er ist nicht allein. Das Feld ist übersät mit handlungsunfähigen Männern, die hilflos zu Füßen ihres Dates liegen. Die Frauen ziehen sich ihre sexy Kleider aus, um sich dann ihre wahren Kostüme vom Leib zu reißen. Als Werwölfe verkleidet, verschlingen sie ihre Verabredungen im Licht des Vollmonds. Es ist eine äußerst kathartische und ermutigende Sequenz, in der das Publikum erkennt, dass die Wölfe die kulturellen Vorstellungen von weiblicher Hilflosigkeit nutzen, um in aller Öffentlichkeit Jagd auf Männer zu machen. Die Verfilmung von Roald Dahls düsterem Fantasy-Roman aus dem Jahr 1990 über einen kleinen Jungen, der in ein Hexentreffen stolpert, ist so gruselig wie nur möglich. In Hexen wimmelt es nur so von fast grotesken Verwandlungen von normal aussehenden Frauen in übernatürliche Wesen. Der Film beherrscht auf wunderbare Weise seine Themen der dunklen Komödie und hält dabei konsequent seine schaurige Atmosphäre aufrecht. Angelica Houston spielt die große Oberhexe perfekt. Die Handlung des Films ist durch und durch unheimlich und die Höhepunkte, in denen alles in die Luft fliegt, sind eine Augenweide. Mehrere Verwandlungen werden euch einen Schauer über den Rücken jagen. Aber es ist der Schluss, der am besten zeigt, wie verrückt dieser Film ist, wenn sich die Hexen in Mäuse verwandeln. Ihre Dinnerparty geht schief, als ein Trank dafür sorgt, dass ihre Ohren abstehen, ihre Bäuche anschwellen und Schnurrhaare in ihren Gesichtern erscheinen, bevor sie sich alle in Nagetiere verwandeln. Das ist irgendwie urkomisch und beunruhigend zugleich. Während die Indiana-Jones-Filme weithin als Meisterwerke des Action-Abenteuers anerkannt sind, werden sie oft nicht genug für ihre schaurigen Elemente gewürdigt. Das gilt vor allem für die Momente, in denen die Bösewichte ihre gerechte Strafe erhalten, wobei die schrecklichsten Schicksale den Hauptbösewichten vorbehalten sind. Während es sicherlich kein Zuckerschlecken ist, wenn das Gesicht durch die Macht Gottes geschmolzen wird oder man bei lebendigem Leib von Krokodilen gefressen wird, findet die heimtückischste Strafe für einen Indie-Bösewicht in der letzte Kreuzzug statt. Der Nazi-Kollaborator Walter Donovan findet sein Ende, als er Weihwasser aus einem Kelch trinkt, der nicht der Heilige Gral ist. Nachdem er aus dem falschen Becher getrunken hat, beginnt Donovan schnell zu altern. Seine Haare wachsen, während seine Haut austrocknet und schrumpft. Er zerbröckelt und sinkt in seine Knochen, während er sich in ein Skelett verwandelt und schnell zu Staub zerfällt. He chose poorly.
Die Szene spielt mit der Angst aller Menschen vor dem Altern, sowohl auf natürliche Weise als auch vor ihrer Zeit. Sie reiht sich außerdem in die Reihe der Verwandlungssequenzen der 80er Jahre ein, bei denen ein gefangenes Publikum anwesend ist, da Donovans sich verändernde Hände die doppelzüngige Elsa festhalten. Das Tüpfelchen auf dem I ist die Tatsache, dass Donovan die ganze Zeit vor Angst stöhnt und schreit, was bedeutet, dass er sich nur allzu bewusst ist, was mit ihm geschieht. Das hat man davon, wenn man Nazis hilft, Leute. Die Academy mag zwar American Werewolf vorgezogen haben, aber Joe Dantes Film aus demselben Jahr, The Howling, das Tier, ist in Sachen Verwandlungen nicht zu verachten. Die Werwölfe des Films wurden von keinem Geringeren als Rob Bottin entworfen, einem Protégé des American Werewolf Make-up-Meisters Rick Baker. Bottins Einsatz von pulsierenden Luftblasen und ausziehbaren falschen Gesichtern ist ebenso beeindruckend und innovativ wie Bakers Entwürfe und macht die Hauptverwandlungsszene des Films zu einem Musterbeispiel für Körperhorror. Der Moment, in dem Eddie Quist sich direkt vor den Augen von Karen White in einen Killerwolf verwandelt, ist so verstörend wie nur irgend möglich gestaltet. Die von Kameramann John Horror in schattigen, gefährlichen Schwarztönen gedrehte Szene ist ein buchstäblicher Showstopper. Eddie zwingt Karen und damit auch das Publikum dazu, jeden Knochen zu dehnen, jedes Haar und jeden Reißzahn wachsen zu sehen. Es zahlt sich aus, dass die Figur das Psychosexuelle mit dem Übernatürlichen verschmilzt. Auf diese Weise wirkt die Verwandlung wie ein visueller Angriff, bevor sie sich in einen physischen verwandelt, das Werwolf-Äquivalent eines Killers, der seinem Opfer seine Waffe zeigt, bevor er sie benutzt. Chirurgischer Horror ist eine seltene und tabuisierte Ecke des Subgenres Body Horror. Die Gegenüberstellung eines lebensrettenden Eingriffs mit der böswilligen Absicht zu entstellen und zu deformieren hat die einzigartige Kraft, zu verstören und zu erschrecken. Kein Film ist ein besseres Beispiel dafür als Kevin Smiths Tusk. Nach einem Leben mit extremen Traumata ist der exzentrische, verrückte Howard Howe davon besessen, das Walross nachzubilden, das ihm einst das Leben rettete. Er entführt und deformiert den gefühllosen Podcaster Wallace Brighton, amputiert seine Gliedmaßen und näht ihn in einen Walrossanzug aus Menschenhaut. Die abgetrennten und angespitzten Knochen seiner eigenen Beine dienen als Stoßzähne, die ihm in den Mund implantiert werden. Es ist ein abscheulicher, fast komischer Anblick. Longs seelenvolle Augen sind trotz der vielen entstellten Nähte, die sein Gesicht durchziehen, immer noch als menschlich zu erkennen. Er wird nicht nur mit den Schmerzen leben müssen, die seine chirurgischen Wunden verursacht haben, sondern auch sein geistiger Zustand bricht zusammen, als er beginnt, sich wirklich als Walross zu sehen. Obwohl es Wallace gelingt, seinen Entführer zu töten, ist der Schaden bereits angerichtet. Er ist gezwungen, den Rest seiner Tage als Mensch zu verbringen, der in der abscheulichen Kreation eines Psychopathen gefangen ist. Es gibt keine vergleichbaren Verwandlungen von Filmmonstern wie die in Shinya Tsukamotos Tetsuo, The Iron Man. Der japanische Low-Budget-Kultklassiker von 1989 folgt zwei Männern, die sich in lebende Maschinen verwandeln und gegeneinander kämpfen. Die Handlung von Tetsuo ist praktisch nicht existent. Stattdessen fühlt es sich eher wie ein Fiebertraum an, wenn Fleisch in zunehmend gewalttätigen und sexuell abartigen Sequenzen zu Metall wird. Tetsuo ist ein experimenteller Film, der seine Hauptfiguren von Menschen in sexuelle Cyborgs mit grotesken Auswüchsen und bizarr ersetzt. Körperteilen verwandelt. Hände werden zu Klingen, Gesichter werden zu einem Chaos von Maschinen, Genitalien werden zu Bohrmaschinen. Diese surrealen Szenen werden durch die körnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und die handgefertigten Spezialeffekte noch erschreckender. Während viele der anderen Verwandlungen auf dieser Liste schleimig oder klebrig sind, ist diese hier unangenehm knusprig. Die gesamte Verwandlung beginnt damit, dass sich der exzentrische Metallfetischist eine Metallstange in sein Bein rammt und dem Zuschauer damit schon früh klar macht, dass diese Metallmetamorphose eine grausame sein wird. David Cronenbergs Science-Fiction-Film Crimes of the Future aus dem Jahr 2022 zeigt die chaotischen Fleischparaden, für die der kanadische Regisseur bekannt geworden ist. Aber es ist sein Science-Fiction-Kopftrip Videodrome von 1983, der bei Gesprächen über monströse Filmverwandlungen am häufigsten erwähnt wird. Der Präsident des Senders UHF, Max Wren, macht einige viszerale Veränderungen durch, als er eine mysteriöse Snuff-Show namens Videodrome untersucht, aber wie Debbie Harry's Nikki Brand ihm sagt, "But that's only the beginning of the new flesh." Das neue Fleisch entpuppt sich als eine grauenhafte Verschmelzung von Technologie und Mensch, die in einer von vielen schnulzigen Sequenzen gezeigt wird, die das Publikum auch heute noch abstößt. Ren zieht eine Handfeuerwaffe aus einem organischen Schlitz in seinem Bauch und beobachtet staunend, wie sich die Waffe in seiner Hand und seinem Unterarm einnistet. Die Szene ist, wie der gesamte Film, eine abstoßende und zugleich erotische Erkundung von Sex und Gewalt in den Medien und deren Auswirkungen auf die Realität des Zuschauers. Lang lebe das neue Fleisch!
John Carpenters Film The Thing aus dem Jahr 1982 ist eine Verfilmung der Novelle Who Goes There von John W. Campbell Jr. aus dem Jahr 1938. Er handelt von einer Gruppe von Forschern in der Antarktis, die um ihr Überleben kämpfen, während ein nichtmenschlicher Organismus seine Wirte angreift, tötet und imitiert. Die Natur von Carpenters Ding bringt es mit sich, dass es während der 109-minütigen Laufzeit zu einer Fülle gruseliger Verwandlungen kommt. Hunde werden grotesk. Tentakel schlängeln sich in Körperöffnungen und erwachsene Männer spalten sich in zwei Hälften. Die wildeste Verwandlung unter ihnen ist die von Norris, der einen Herzinfarkt erleidet und ziemlich schlecht auf die Behandlung reagiert. Nach der Defibrillation öffnet sich Norris' Brustkorb zu einem klaffenden Schlund, der die Arme des guten Arztes abbeißt. Was dabei herauskommt, ist eines der hässlichsten Monster, die je auf der Leinwand zu sehen waren. Und einige der besten praktischen Effekte, die es gibt. Der Kreationsdesigner Rob Bottin verwendete eine Reihe von Substanzen, um seine Vision zu verwirklichen, von Maiscreme bis zu Kaugummi aus der Mikrowelle. Damit wurde Carpenters Vision einer sich wandelnden Monstrosität erfüllt, einer unheimlichen Abscheulichkeit, die sich dem Glauben entzieht. James Gunns Slither, voll auf dem Schleim gegangen, ist eine liebevolle Hommage an den Horror der 70er und 80er Jahre, was am besten durch das Schicksal von Michael Rookers Grant Grant verdeutlicht wird. Grant wird von einem außerirdischen Parasiten infiziert und verwandelt sich allmählich in eine hybride Kreatur, deren einziger Zweck es ist, jedes Lebewesen zu infizieren und in mehr von sich selbst zu verwandeln. Grants Verwandlung erfolgt zwar allmählich, ist aber dennoch klebrig und grotesk. Der Künstler Todd Masters ist dafür verantwortlich, dass Rookers Gesichtszüge mit schleimigen, organisch anmutenden Prothesen verschmelzen. Noch beunruhigender ist das Schicksal derjenigen, die Grant als Brutstätte für seine schneckenartigen Nachkommen auswählt. Wie die arme Brenda demonstriert, bleiben solche Opfer während des Prozesses am Leben und werden schließlich von den sich windenden Schnecken in ihrem Inneren zerrissen. Grants endgültige Form ist eine Masse von sich windenden Körpern und Tentakeln, die sowohl bedrohlich als auch beunruhigend sexuell aussehen, was darauf hindeutet, dass Grants Zweck auf der Erde mehr ist als nur eine Todesdrohung. Die meisten Körpertransformationen in Horrorfilmen haben ein Element sexueller Beklemmung. Und das Design der Kreatur in Slither, voll auf dem Schleim gegangen, ist nicht anders, sodass die Dinge auch dann noch gruselig sind, wenn der Film selbst auf Komödie ausgerichtet ist. Jennifer Check hat ihr ganzes Leben damit verbracht, das heißeste Mädchen in Devil's Kettle zu sein, was ihre Verwandlung in ein Monster vielleicht noch erschreckender macht. Die Möchtegern-Rockband Low Shoulder versucht erfolglos, Jennifer im Tausch gegen Ruhm und Reichtum dem Teufel zu opfern. Daraufhin verwandelt sich Jennifer langsam in einen knabenfressenden Succubus mit der Fähigkeit, ihren Kiefern aus den Angeln zu heben, scharfe Zähne wachsen zu lassen und jeden zu verschlingen, der ihr in die Quere kommt. Bevor sie ganz begreift, was mit ihr geschieht, erbricht sie schwarzen Schlamm. Ihre Zähne beginnen langsam zu verfaulen und ihr Haar wird schlaff und schwach. Als Jennifer erfährt, dass sie die sichtbaren Zeichen des Verfalls bekämpfen kann, indem sie sich von Männern ernährt, wird sie mächtiger als je zuvor. Jennifer ist die Definition des monströsen Weiblichen, denn ihre Verwandlung ist für alle, die sich ihr in die Wege stellen, äußerst schrecklich. Selbst wenn sie rohes Fleisch verschlingt und Blut spuckt, ist Jennifer Check immer noch das heißeste Mädchen in Devil's Kettle. Und das macht sie so gefährlich. Mit seiner surrealistischen, dunklen Komödie Sorry to Bother You aus dem Jahr 2018 hat Autor und Regisseur Boots Riley einige unbequeme Wahrheiten zu verkünden. Darum geht es auch im Titel des Films. Nicht nur, dass er häufig von Telefonverkäufern verwendet wird, wenn sie zu den unpassendsten Zeiten Verkaufsanrufe tätigen, sondern der Ausdruck fängt auch das mühsame Gefühl ein, das mit der Übermittlung dieser weltbewegenden Wahrheiten einhergeht. Im Fall des Films ist die Mühe eine abendfüllende Befragung des Kapitalismus und wie leicht er seine Arbeiter zu Waren macht. Wenn man das durch Rileys unverblümten magischen Realismus bricht, ergibt sich eine unvergessliche visuelle Darstellung einer dystopischen Arbeiterschaft durch das Tier, das am meisten mit Arbeit assoziiert wird. Das Pferd. Die Verwandlung der Belegschaft eines Unternehmens vom Menschen zum Equisapien wird im Film nicht mit dem gleichen Schrecken wie bei der Verwandlung eines Werwolfs dargestellt. Dennoch hat eine solch extreme Version der Sklavenarbeit etwas wirklich Abscheuliches an sich. So you making half human, half horse. Things so you can make more money? Yeah, basically. Was monströse Verwandlungen angeht, so gibt es nur wenige, die visuell und konzeptionell furchteinflößender sind als ein mörderisches Sexmonster, das aus einer wachsenden Verschmelzung von Knochen, Fleisch, Adern und Schleim besteht. Es ist ein seltenes Monster, dessen moralische Verderbtheit zu seinem unmenschlichen Äußeren passt oder es sogar übertrifft.
Der legendäre japanische Special-Effects-Künstler Yoshihiro Nishimura führte bei Tokyo Gore Police Regie und in fast jeder einzelnen Einstellung kommt sein Verwandlungstalent zum Einsatz. Der Film spielt in einem dystopischen Japan der nahen Zukunft, in dem ein verrückter Wissenschaftler einen Virus entwickelt hat, der Menschen zu monströsen Mutanten, den Ingenieuren, mutieren lässt. Um die Ingenieure zu bekämpfen, macht eine Spezialeinheit der Tokyota Polizei Jagd auf sie, darunter die mysteriöse und rachsüchtige Ruka. Ruka schaltet die Ingenieure mit Leichtigkeit aus, wird aber schließlich von dem verrückten Wissenschaftler infiziert und beginnt ihre eigene Verwandlung. Tokyo Gore Police ist ein Film über einen Virus, der schwere Mutationen hervorruft und enthält daher zu viele ekelhafte Verwandlungen, um sie alle zu erwähnen. Darunter eine Frau, die sich in eine halbe Schnecke verwandelt, eine andere, deren untere Gliedmaßen sich in ein massives Reptiliengebiss verwandeln und ein Amputierter mit Schwertern als Arme und Beine. Rukas eigene Verwandlung ist weniger extrem, aber sie endet trotzdem mit einer Klaue als Arm und einem großen, dämonisch aussehenden Auge. Tokyo Gore Police ist nicht jedermanns Sache, aber für Fans von ekelhaften Verwandlungen ist er perfekt. Als Sohn von Lon Chaney, Hollywoods gefeiertem Mann der tausend Gesichter, musste Lon Chaney Juniors Verwandlung von Larry Talbot zum Wolfsmenschen etwas Besonderes sein. Der Maskenbildner Jack Pierce war sich dessen bewusst und unterstrich die Verwandlung vom Menschen zur Bestie auf unauffällige Weise. Damit lag die Verantwortung bei Chaney Jr., der sich als Schauspieler mit seiner äußerst sympathischen Darstellung des Lenny in Lewis Milestones Verfilmung von John Steinbergs Of Mice and Men von 1939 bewährt hatte. Bei Vollmond flieht Talbot nach Hause in der Hoffnung, dass die Prophezeiung der Zauberin nur ein alter Hut ist. Talbot läuft hektisch in seiner Wohnung umher und betrachtet sich im Spiegel. Derselbe alte Larry. Kurz strahlt er vor Erleichterung, bis er merkt, dass mit seinen Füßen etwas nicht stimmt. Er setzt sich hin und zieht eine Socke aus, dann die andere. Es ist pelzig wie immer. Nach einer Reihe von Überblendungen sind seine Füße völlig wolfsartig. Regisseur George Wagner machte einen abrupten Schnitt ins Moor, wo der Zuschauer Chaney endlich in voller monströser Aufmachung sieht. Dank Chaneys erschütternder Erkenntnis, dass er dem Untergang geweiht ist, empfindet der Zuschauer sowohl Schrecken als auch Mitleid. In der Welt des Balletts geht es darum, den Körper in ein Bild unmöglicher Perfektion zu verwandeln. Aber wie Darren Aronofskys Black Swan zeigt, kann die Wahrheit hinter dieser zierlichen Fassade erschreckend sein. Nina, gespielt von Natalie Portman, ist eine erfahrene Tänzerin, die auf die Hauptrolle in einer neuen Produktion von Schwansee hofft. Zwischen ihrer manipulativen Mutter und dem egoistischen Regisseur, hin und her gerissen, ist sie besessen davon, die beiden Seiten der Schwanenkönigin zu verkörpern. Der weiße Schwan ist makellos, zart und fügsam, während der wilde, schwarze Schwan von Trieben und Verlangen geleitet wird. Je näher die Premiere rückt, desto mehr stößt Nina an ihre Grenzen und sucht verzweifelt nach der Dichotomie der unvollkommenen Perfektion. Der schwarze Schwan übernimmt die Kontrolle und verwandelt ihren Körper auf abscheuliche Weise. Ninas Beine knacken und biegen sich, ihre Augen füllen sich mit Blut und aus ihren Armen und ihrem Rücken wachsen Federn. Auch wenn sie es sich nur einbildet, hilft ihr diese Verwandlung, die Performance ihres Lebens abzuliefern. Die Kinobesucher staunten noch über die Einführung des Tonfilms, als Regisseur Ruben Mamoulian sie mit einer der erstaunlichsten Verwandlungen eines Monsters in der Filmgeschichte auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Als Frederick March, der sanftmütige Dr. Henry Jekyll, einen Drogencocktail schluckt, der die Bestie, die seiner Meinung nach in jedem Menschen schlummert, hervorlocken soll, zeigt Mamoulian den Schauspieler in quälender Nahaufnahme. Während sich Jekyll vor Schmerzen krümmt, schwenkt die Kamera auf seine rechte Hand hinunter. Sie verdunkelt sich. Als die Kamera wieder nach oben schwenkt, sind Jekylls dünne Augenbrauen buschiger, sein Haar dichter und, was am erschreckendsten ist, seine Zähne, nun ja, sie sind ausgeprägter. Dann taucht die Kamera hinunter zu seiner linken Hand, die unglaublich haarig wird. Als die Kamera zu Jekylls Gesicht zurückkehrt, ist er Mr. Hyde. Ein knurrendes Monster von einem Mann, der zu unvorstellbar bösem fähig ist. Mamoulian lässt uns eine Sekunde lang starren, bevor er March anweist, direkt in die Kamera zu schauen. Mamoulian hat sich jahrzehntelang geweigert, die Geheimnisse der Verwandlung zu lüften. Als er es dann doch tat, handelte es sich um eine schockierend einfache Kombination aus Filtern und kontrastreich gefärbtem Make-up, die bei der Aufnahme auf Schwarz-Weiß-Filmmaterial verborgen wurde. Der Effekt ist immer noch nahtlos und absolut erschreckend. Manchmal erfordert die Eingliederung in eine soziale Gruppe eine Transformation, aber in Starry Eyes treibt Sarah dieses Konzept ein wenig zu weit. Als aufstrebende Schauspielerin in Los Angeles sitzt Sarah in einem Restaurant fest, in dem sie sich die Seele aus dem Leib arbeitet mit Freunden, die sie als Wegwerfprodukt behandeln. Als sie das Angebot erhält, Teil der Hollywood-Elite zu werden, auf Kosten ihrer Seele, stimmt sie widerwillig zu und beginnt eine der grausamsten Verwandlungen des Kinos.
Nachdem sie sich bei einem halb erzwungenen sexuellen Akt mit einem hochrangigen Produzenten mit dem Bösen infiziert hat, beginnt sich Sarahs Körper zu verändern. Der Film entwickelt sich von einer unangenehmen psychologischen und sozialen Horrorgeschichte zu einem reinen Körperhorror, als ihr die Haare und Nägel ausfallen, ihre Haut sich grünlich verfärbt und sie beginnt, Maden zu erbrechen. Schließlich verkriecht sie sich in eine Art Kokon und taucht als blasse, makellose, haarlose Version ihrer selbst mit leuchtenden grünen Augen wieder auf. Aber war es die Reise dorthin wert? Wer kann das schon sagen?